Hallo, ich möchte mit euch ein bisschen rechnen. So 3 Tage vor Mathe-Abitur dachte ich, kann man ja so ein bisschen mal durchrechnen, die 3 Tage. Und da geht es zum Beispiel um das Mathe-Abi 2018 aus Schleswig-Holstein. Und hier gibt es den hilfsmittelgestützten Teil und eine Analysisaufgabe, die heißt hier Grillen im Winter. Das heißt, hier geht es um das Grillen im Winter, was immer beliebter wird und der Hersteller eines Grasgrills möchte den Temperaturverlauf während des Grillvorgangs bei einer Umgebungstemperatur von 8 Grad Celsius untersuchen. 2 Minuten nach Beginn der Messung wird der Deckel für einen gewissen Zeitraum geöffnet, um Grillgut aufzulegen. Die durch den Temperaturfühler im Deckel gewonnenen Messpunkte liegen auf dem Graphen einer Funktion mit und dann ist das hier die ganze Funktion. Nett für Aufgabe A ist natürlich, dass es eine ganz rationale Funktion hier erstmal ist und dass das Abi gar nicht mit einer E-Funktion startet. Meistens läuft es ja so, dass bei A ist noch mal eine ganz rationale Funktion, bei B ist dann eine E-Funktion und bei C ist dann eine Kurvenschar und bei D ist dann immer irgendwas, was dann noch ganz besonders ist. Okay, dabei gibt Das ist jetzt ganz wichtig. T die Zeit in Minuten an und F von T die Temperatur in Grad Celsius an. Also ich empfehle euch auf jeden Fall, das euch zu markern, was jetzt hier wichtig ist. Das heißt, T ist die Zeit in Minuten, F von T ist die Temperatur in Grad Celsius und ganz wichtig ist hier das Modell. Das heißt, ihr betrachtet nur den Bereich von 0 bis 9, so wie das hier auch eingezeichnet ist. Hier erkennen wir jetzt hier an der plus 8, sehen wir, dass hier der Schnittpunkt mit der y-Achse jetzt hier bei 8 liegt. Das ist ja auch schon immer mal gut, das zu wissen. An t hoch 4 erkennen wir, dass es hier so 4 Schlenker gibt. 1, 2, 3, 4 Schlenker. Das hilft auch immer. Gut, und ansonsten haben wir einen Taschenrechner zur Verfügung. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Taschenrechner benutzen, wann immer man kann. Und deswegen braucht man auch gar nicht viel aufzuschreiben. Okay, dann schauen wir uns die erste Aufgabe an. Bestimmen Sie mit Hilfe der Grafik auf dem Beiblatt sowohl die Temperatur als auch die momentane Temperaturänderungsrate 6 Minuten nach Beginn der Messung. Ich habe jetzt das Beiblatt hier nicht nochmal entsprechend dazu genommen. Ich denke, wir können das auch hier drin ablesen. Also A1. Es geht um die momentane Temperaturänderungsrate. Und zwar bei 6 Minuten. Das heißt, wir sind hier an der Stelle und die momentane Änderungsrate ist ja die Tangentensteigung. Das heißt, wir müssen hier einfach eine Tangente einzeichnen, so gut es geht, und können jetzt die Steigung ablesen. Das heißt, wenn wir jetzt hier also eine Minute nach rechts gehen, dann ist das hier eine Minute. Dann gehen wir hier entsprechend nach oben. Und jetzt muss man natürlich genau gucken, das sind von 250 bis 325 zum Beispiel. Hier auf der linken Seite kann man das nochmal kontrollieren, ob man da auch ungefähr den Wert hat. Also man geht einen nach links und jetzt hier entsprechend nach unten. Also es sind auf jeden Fall von 250 bis 325, also zum Beispiel 70 Grad oder 75 Grad. Damit ist also jetzt die Steigung, das heißt A1. Ach, ich bleibe mal in der Farbe. Die momentane Änderungsrate.
ist also mt. Die Frage ist, soll man sie berechnen oder soll man sie nur bestimmen? Wenn man das jetzt hier sieht, ist der Operator auch bestimmen und man soll sie eben eindeutig nicht berechnen. Hier steht sogar nochmal mit Hilfe der Grafik. Also soll man sie wirklich nur ablesen und das wäre also jetzt 75 Grad Celsius pro eine Minute und das wären dann also ungefähr 75 Grad Celsius pro Minute. Das kann man jetzt so ungefähr angeben. Wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen genauer machen möchte, dann kann man entsprechend hier noch weiter ein größeres Steigungsdreieck reinmachen. 1, 2, 3, 4 Minuten. Kann entsprechend hier nochmal 100, 200, 250 Grad, dann durch 4 Minuten oder 300 Grad und dann kommt man ungefähr da drauf. Da sind natürlich auch dann entsprechend mehrere Werte möglich. Also Steigung bestimmen kommt wirklich immer dran, zum Beispiel bei einer Tangente. Das ist immer wichtig. Jetzt kommt A2. Berechnen Sie die maximale Temperatur. Also das bedeutet Extremstellen. Wichtig ist, dass man jetzt auch genau guckt. Operator, berechnen Sie die maximale Temperatur. Das heißt, wir müssen also jetzt notwendige Bedingung f' von x ist gleich 0. Hier ist jetzt das t genannt, also schreibt man hier entsprechend auch f' von t. f' von t ist gleich 0. Dann bilden wir entsprechend die Ableitung. Minus 4t hoch 3 plus 56t Quadrat minus 224t plus 256 ist gleich 0. Und hier wird nicht mit der Hand gerechnet, gar nicht. Hier wird sofort der Taschenrechner eingesetzt. Ihr müsst nicht durch 4 teilen, ihr müsst wirklich nichts machen. Gleich den Taschenrechner nehmen und dann ergibt sich sofort die Lösung. Das heißt, T1 ist gleich 2, T2 ist gleich 4 und T3 ist gleich 8. Worauf es jetzt ankommt, ist, dass ihr hier nochmal euer Modell anschaut. Sind die Werte alle im Modell? Die 2 ist im Modell, die 4 ist im Modell, die 8 ist im Modell. Also müssen wir auch alle Werte betrachten. Jetzt kommt nämlich die hinreichende Bedingung. F' von t ist gleich 0 und f' von t ist ungleich 0. Da müssen wir schauen. Das heißt, wenn ihr Extremstellen bestimmen wollt, nehmt ihr immer als erstes die notwendige Bedingung und als zweites dann die hinreichende Bedingung. Das heißt, wir müssen die Werte checken. F' von 2, f' von 4 und f' von 8. Weil wir ja die maximale Temperatur suchen. Und die maximale Temperatur ist also, wir suchen das Maximum. Wir suchen also den Wert, wo es kleiner ist als 0. Das kann man sich auch hier gleich hinschreiben. Wir brauchen nicht den exakten Wert, wir müssen nur gucken, wenn wir in f' einsetzen, das heißt, wir müssen erstmal
f' von x überhaupt bilden. Mache ich das mal hier drunter. Dann ist f' von t minus 12t² plus 112t minus 224. Und jetzt setzen wir entsprechend die 2 ein. Und wir müssen gar nicht exakt bestimmen, wir müssen nur ungefähr abschätzen. Da sieht man, dass es kleiner als 0. Und man hat natürlich auch hier schon so ein bisschen die Idee, dass es hier zu einem lokalen Maximum kommt, weil wir hier natürlich auch die Skizze haben. Also das ist kleiner als 0. Daraus folgt dann, dass wir hier ein lokales Maximum haben und damit also einen Hochpunkt mit den Koordinaten 2 und müssen wir nochmal ausrechnen. F' von 4 setzen wir entsprechend auch hier wieder ein in unsere F'-Funktion. Da kriegen wir raus, das wird größer als 0. Also haben wir hier einen Tiefpunkt bei 4 und interessiert uns nicht, ist ja sowieso ein Tiefpunkt. Wir sollen ja nur die maximale Temperatur ausrechnen. Und f' von 8 ist dann also kleiner als 0. Und wir haben einen Hochpunkt bei 8 und müssen wir nochmal schauen, den Wert. Das heißt, jetzt müssen wir die y-Werte noch bestimmen. Auch einfach in den Taschenrechner eingeben. Und zwar in die Ausgangsgleichung. Bei 2 wirklich sofort in den Taschenrechner eingeben. Sind es 205,33. Und bei 8 sind es 349,33. Also kann man sich schon mal vormerken, dieses hier könnte ja die höchste Temperatur jetzt sein. Aber man muss wirklich immer auf die Randwerte gucken. Randwerte checken. Ganz, ganz wichtig. Immer wenn wir ein Modell haben, was hier jetzt von 0 bis 9 geht und wir sollen die maximale Temperatur bestimmen, dann könnte ja auch bei 0 am Rand die maximale Temperatur sein oder hier bei 9 am Rand die maximale Temperatur sein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt noch einmal f von 0 checken und f von 9 checken. Ist ja nicht weiter schlimm, wir müssen es ja nur in die Ausgangsgleichung wieder einsetzen. Und dann sieht man, f von 0 war ja 8, das ist schon mal nicht die maximale Temperatur. Und f von 9 sind 287, also das kommt jetzt hier entsprechend nicht in Frage. Und jetzt ist ganz wichtig ein Antwortsatz. Das ist eine Textaufgabe, also muss ein Antwortsatz kommen, auch mit der richtigen Einheit. Und dann ist das entsprechend die maximale Temperatur. Und jetzt nochmal in die Aufgabe gucken. Was müssen wir nur beantworten? Berechnen Sie die maximale Temperatur. Es interessiert uns nicht, wann die ist, sondern wir sollen nur die maximale Temperatur angeben. Und dann können wir schreiben, ist 349,33 und jetzt die Einheit nicht vergessen, Grad Celsius. Und dann sind wir erst fertig. Okay, dann geht's weiter mit A3. So, blau war hier A2. Jetzt kommt A3. Berechnen Sie die durchschnittliche Temperatur. Es hindert euch auch keiner daran, dass ihr das auch entsprechend hier markiert. Mit Textmarker zum Beispiel, was ihr wirklich genau ausrechnen sollt. Und jetzt kommt A3.
Okay, es gibt. Bei durchschnittlich fällt man meistens rein. Wir sollen nicht die durchschnittliche Änderungsrate bestimmen. Dann würde da nämlich stehen durchschnittliche Temperaturänderungsrate. Das wäre dann die Sekantensteigung. Sondern hier ist es wirklich die durchschnittliche Temperatur. Und die berechnet man immer mit Hilfe des Integrals. Das heißt, durchschnittliche Temperatur. Wenn ihr also selber euch eine Überschrift schreibt, dann hilft es euch, darüber nachzudenken, was ihr wirklich genau bestimmen sollt. Und dann macht man nicht so voreilig das Falsche. Das heißt, hier geht es um T quer, so eine Durchschnittstemperatur. Oder ihr könnt auch sowas davor schreiben für Durchschnitt. Dann ist das jetzt also immer mit dem Integral zu berechnen von 0 bis 9, also 9 Stunden lang. Also nimmt man entsprechend, wenn man es gleich für eine Stunde ausrechnen will, ein Neuntel davor. Ein Neuntel, Integral, f von t dt. Auch hier wieder, es muss nichts mehr weiter hingeschrieben werden. Ihr könnt sofort hier den Taschenrechner einsetzen, denn ihr habt ja die Integraltaste. Ihr müsst auch nicht die Funktion nochmal abschreiben, die steht ja hier. Muss also hier nicht nochmal ausführlich ganz, ganz lang und kompliziert hingeschrieben werden. Es ist schon mühsam genug, das alles in den Taschenrechner einzutippen. Auf jeden Fall, dann könnt ihr es direkt eingeben. Und dann ergibt sich sofort mit Taschenrechner also entsprechend der Wert 225,8. Jetzt muss man natürlich überlegen, welche Einheit ist das? In die Rechnung schreiben wir keine Einheit, sondern erst dann in den Antwortsatz. Das habe ich hier oben übrigens nicht so schön gemacht. Da hätte eigentlich ein Antwortsatz noch stehen müssen. Also Antwort. Die durchschnittliche Temperatur beträgt 225,8 und jetzt Einheit nicht vergessen, Grad Celsius. Ganz wichtig. Okay, jetzt kommt A4. Der Hersteller behauptet, dass die momentane Temperaturänderungsrate, hier haben wir also eine Änderungsrate, zu Beginn des Grillvorgangs 5 Grad Celsius pro Sekunde erreicht, zeigen Sie rechnerisch, dass diese Behauptung bei dem untersuchten Grillvorgang nicht zutrifft. Okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal schauen, wo haben wir jetzt überhaupt den Beginn? Es geht hier um den Beginn, also das ist wohl hier dann bei 0. Hier geht es also um diese Änderungsrate am Zeitpunkt 0, und zwar die momentane Änderungsrate. Also schreiben wir nochmal wieder als Überschrift momentane Änderungsrate. Und dann fällt uns auch die Formel vielleicht ein. Das heißt, es geht um die Tangentensteigung. Die berechnet man immer mit f'. Und jetzt müssen wir noch gucken, wo das der Fall ist, wo wir gucken sollen. Am Beginn, also bei 0. Und jetzt müssen wir das einfach ausrechnen. Das heißt, wir setzen 0 in f' ein. Und wie wir sehen, haben wir ja schon hier f'. Ich würde euch auch empfehlen, dass ihr ganz am Anfang der Aufgabe wirklich erstmal alle Ableitungen überhaupt hinschreibt. Dann könnt ihr immer da nachgucken und müsst nicht immer zwischendurch suchen. Okay, wir setzen also hier 0 ein. Und dann sehen wir sofort, auch nicht die Rechnung hinschreiben. Was f' von 0 bedeutet, weiß jeder Mathelehrer. Und dann weiß man sofort, 256.
Und jetzt müssen wir den Antwortsatz schreiben. Es ist ja eine Änderungsrate, also müssen wir auch auf die Einheit aufpassen. Und dann sind es also, wenn ihr kurz schreiben wollt, dann schreibt ihr einfach, sie beträgt 256 Änderungsrate Grad Celsius pro Minute. Jetzt gucken wir uns nochmal die Aufgabe an. Sind wir wirklich fertig? Hier ist der Grillvorgang 5 Grad Celsius pro Sekunde. Also müssen wir nochmal das Ganze in Sekunden umwandeln. Also sind es nochmal durch 60 teilen, das Ganze 4,27 Grad Celsius pro Sekunde. Und jetzt können wir eine Antwort schreiben. Wie war nochmal die Frage? Zeigen Sie rechnerisch, also wir mussten rechnen, haben wir gemacht, dass diese Behauptung nicht zutrifft. Also, wir haben ja tatsächlich 4 Grad Celsius pro Minute. Punkt. Also, stimmt die Herstellung des Herstellers, stimmt die Behauptung des Herstellers nicht. Denn der sagt ja, dass die Änderungsrate zu Beginn 5 Grad Celsius pro Sekunde erreicht und das erreicht das natürlich nicht. Also stimmt die Behauptung des Herstellers nicht. Genau, dann ist man auch wirklich erst fertig. Gut, das war jetzt Aufgabe A. B kommt dann gleich entsprechend im nächsten Video. Okay, das war's.